to the land of my soul. Father, Father Sky, I'm coming home. Father Sky, I'm coming home to the willkommen zu dem heutigen Pachamama Live. Herzlich willkommen. Ja. Wir freuen uns wieder, mit euch gemeinsam zu singen, auch an diesem zweiten Abend in dieser Woche. Und jedes Mal ist es anders. Und heute freuen wir uns, dass zwei ganz liebe Menschen, Musikerinnen, Musiker, hier bei uns im Grünen innen diesmal da sind. Das ist die Dorothea Heckelsmüller und der Philipp Stegmüller, zwei Müllers sozusagen. Bitte her. Komm. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, da zu sein. Ja, herzlichen Dank für diese wunderbare Idee und die Einladung an die Bossingers. Danke für Pachamama. Ja, für die Erde. Ja, und wir werden die beiden ausgiebig noch gesanglich erleben, wenn sie mit uns singen und so weiter. Ja, jetzt beginnen wir, ihr habt gerade diese Melodie schon gehört, ein indianisches Lied, wo traditionell eigentlich zur Aussaat gesungen wird. Also wenn man darum bittet, dass eine Saat aufgeht, aber auch zur Eröffnung von Ritualen. Und wir haben uns gedacht, bei diesem Thema, wo es um Mutter Erde geht, können wir auch unseren Livestream mit einem kleinen Ritual mit diesem Lied beginnen, und ich möchte einfach die vier Himmelsrichtungen und die vier Elemente einladen, und ich sage ganz kurz ein bisschen was dazu. Es gibt ja die indianische Tradition oder viele Traditionen mit Medizinrädern. Wir orientieren uns hier in Europa eher an der Tradition der europäischen Ureinwohner, sage ich mal. Und da ist es ja so, dass wir einfach mit der Kraft der Sonne haben wir den Aufstieg vom Frühling eben bis zum Sommer. Wir sind jetzt ja kurz vor der Sommersonnenwende, wo praktisch das Licht, die Kraft der Sonne am stärksten ist, und die ganze Natur entfaltet sich auf das Maximum. Und danach geht es sozusagen wieder zurück bis zur Wintersonnenwende, wo alles sich zurückzieht in die Erde.
Also wo wir auch in diesen Punkt der Stille, auch des Todes und der Wiedergeburt und der Erneuerung kommen. Also man könnte sagen, wir haben einen Aufstieg der grünenden Kraft bis zur Sommersonnenwende und dann allmählich wieder einen Abstieg in Mutter Erde, ganz tief in den Bauch der Erde, könnte man sagen. Und deswegen haben wir eben im Sommer bei der Sommersonnenwende eben auch das Element Feuer, die Kraft der Sonne. Und im Winter dann, wenn wir sozusagen uns zurückziehen in die Erde, das Element Erde. Und im Osten, was für den Frühling steht dann auch, haben wir die Luft und im Westen das Wasser. Nur so als Erläuterung, es gibt auch andere Systeme, aber ich halte das für sehr stimmig, dass wir einfach mit der Kraft der Sonne uns verbinden und mit dem Jahreskreis. Und wir möchten jetzt beginnen mit dem Osten. Der befindet sich, je nachdem, wo ihr seid, aber bei uns in der Richtung sozusagen. Und dort haben wir den Frühling, diese Zeit, die wir jetzt eben noch haben, aber wir bewegen uns in den Sommer. Und das Element Luft, und ich spreche ein kurzes Gebet, und wir laden alle vier Himmelsrichtungen und alle vier Elementarkräfte ein. Und in animistischen Traditionen, in indigenen Traditionen, sind Elemente auch Lehrer für uns. Und auch die Himmelsrichtungen sind Kräfte, mit denen wir uns verbinden können. Ich lade ein, die Kraft des Ostens, das Element Luft, die Kraft des Frühlings, diese keimende Kraft der Erneuerung, mit der wir uns verbinden können und auch in uns alles erneuern können und auch in der Hoffnung, dass wir unser Bewusstsein erneuern können und jetzt mit dieser Corona-Krise ein Shift machen können zu mehr ökologischem Bewusstsein und auch überhaupt zu mehr Mitgefühl, zu mehr Miteinander-Kooperation. Und wir singen es jetzt erstmal zwei, dreimal und dann zeige ich noch Bewegungen dazu. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Und fast hätte ich es noch vergessen zu sagen, wenn ihr auch noch bestimmte Dinge einladen möchtet, das kann zum Beispiel die Ahnen oder die Liebe, könnt ihr das jetzt unserem Assistenten Omar schreiben? In dem einige Chat. Wünsche und wir werden das dann hier nochmal vorlesen. Jetzt bei dem Element Luft können wir einfach unsere Arme zur Luft erheben und in diesem ersten Teil und einfach sozusagen uns verbinden mit dem Luftelement und immer bei dem zweiten Teil, bei dem Hey, Hey, Jana, haben wir unsere Handflächen, das seht ihr jetzt nicht so richtig, zur Erde gewandt und verbinden uns mit der Erde. Das machen wir jetzt mal und ich mache es vor und Katharina trommelt jetzt einfach mal genau. Sieht dann also so aus. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Als nächstes verbinden wir uns mit dem Süden. Das ist eigentlich genau diese Himmelsrichtung, wo wir jetzt fast direkt dort stehen, kurz vor der Sommersonnenwende. Also diese Himmelsrichtung, wo jetzt die Sonne den Höhepunkt erreicht, wo die ganze Kraft der Entfaltung im Maximum steht und wir können uns auch innerlich damit verbinden, in uns alles, unser Potenzial zur Entfaltung zu bringen und auch Pachamama, unseren lebendigen Planeten, unterstützen, einfach seine ganze Kraft ihre ganze Kraft zu entfalten. Ich lade ein,
die Kraft des Südens, das Element Feuer. Das Feuer, das auch für Transformation und Verwandlung steht. Und die Kraft des Sommers, der maximalen Entfaltung. Mögen uns diese Kräfte unterstützen, in unserem Leben die Dinge zu entfalten, die für uns wichtig sind. Aber auch, dass wir als Menschheit es schaffen, zu erkennen, dass wir Teil dieses Gesamtökosystems des Planeten sind und dass wir ihm dienen, dass wir sozusagen unsere Handlungen darauf ausrichten, dem ganzen Planeten zu unterstützen in seiner Fruchtbarkeit und Schönheit. Es gibt einen sehr schönen Satz, wo wir auch ein Lied dazu gemacht haben. Moment, wie heißt es noch? Nein, ich meine mit den Ancestors. The earth is not given by our ancestors. We have borrowed it from our children. Also wir, die Erde ist sozusagen nicht einfach gegeben durch unsere Ahnen und Vorfahren, sondern wir haben sie eigentlich von den Kindern geborgt. Ja? Es geht darum, dass wir die Erde nur geliehen haben und wir müssen darauf achten, dass unsere Kinder eine lebenswerte Welt haben. Ja? Ja, jetzt verbinden wir uns mit der Kraft des Sommers und mit dem Element Feuer. Ach so, genau, beim Feuer machen wir so, als hätten wir Feuersteine in der Hand in dem ersten Teil und im zweiten verbinden wir uns wieder mit der Erde. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anna, hey, hey, Anna, hey, hey, Anna, hey. Hey, Anna, hey, Anna, hey, Anna, hey. Hey, Anna, hey, Anna, hey, Anna, hey. Hey, hey, Anna, hey, hey, Anna, hey, hey, Anna, hey. Hey, hey, Anna, hey, hey, Anna, hey, hey, Anna, hey. Hey, Anna, hey, Anna, hey, Anna, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Als nächste Himmelsrichtung wenden wir uns dem Westen zu. Der Westen, der in Verbindung steht mit dem Wasserelement und dem Herbst, wo alles zur Reife kommt, zur Ernte, wo wir auch uns verbinden können und die Dinge ernten können in unserem Leben, sozusagen die Früchte, die wir ausgesät haben. Und das Wasser, das uns hilft, in den Fluss mit dem Leben zu kommen und auch, so wie das Wasser elegant manchmal einfach um Hindernisse herumfließt, also immer wieder einen Weg zu finden, der unserer Entwicklung dient. Wasser ist aber eine ganz kostbare Ressource auf diesem Planeten, die man nicht besitzen kann. Es gibt ja die Tendenz, mit Wasser zu handeln, Geschäfte zu machen. Eigentlich ist Wasser Allgemeingut. Und wir müssen darauf achten, wir kennen das langsam mit der Trockenheit und Dürre. Wir sorgen durch falsche Landwirtschaft dafür, dass der Grundwasserspiegel sinkt, dass Dürre entsteht. Wir müssen darauf achten, dass es genug Wälder gibt, dass die Organe der Erde gestärkt werden, damit genug Wasser immer wieder auch im Boden gespeichert werden kann und die Fruchtbarkeit erhalten werden kann. Und beim Wasser machen wir einfach Wasserwellen und verbinden uns wieder mit der Erde. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, Anana, hey, Anana, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey, hey, Anana, hey. Hey, hey, Anna, hey, hey, Anna, hey, hey, Anna, hey. Als letzte Himmelsrichtung kommen wir nach Norden. Ich habe das vorher schon angesprochen, wo alles sich zurückzieht bei der Wintersonnenwende, der Winter in die tiefe Ruhe und die Erneuerung
auch der Punkt des Todes, der Wiedergeburt. Tod ist etwas, was zum Leben gehört. Wenn wir ein Blatt nehmen, das von einem Baum fällt, das wird sozusagen wieder Nahrung für neue Lebewesen. Also eigentlich ein ständiger Kreislauf. In der Natur gibt es nur Kreisläufe. Und auch diese Bereitschaft, sich hinzugeben, zu sterben, heißt, ermögliche, dass wieder neues Leben entsteht. Ja, vorher, vor Aufregung, habe ich die Choreografie ein bisschen durcheinander gebracht, aber vielleicht passt es auch. Normalerweise kommt beim ersten Teil immer diese Bewegung, wo wir sozusagen den Himmel mit der Erde verbinden und im zweiten Teil die Elemente. Vielleicht hat es irgendwie Sinn gemacht, ich lebe ja nach dem Motto beim Singen, es gibt keine Fehler, nur Variationen. Genau. Okay, und jetzt machen wir es aber so, wie es eigentlich gedacht ist. Wir machen diese Bewegung bei dem Heyanana und beim zweiten Teil dann das Element, die Erde. Heyanana, 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 hey. Heyanana, 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 hey. Hey, Heyanana, hey, Heyanana, hey, Heyanana, hey. Hey, Heyanana, hey, Heyanana, hey, Heyanana, hey. Hey anana, hey anana, hey anana, hey. Hey anana, hey anana, hey anana, hey. Hey hey anana, hey hey anana, hey hey anana, hey. Hey hey anana, hey hey anana, hey hey anana, hey. Hey anana, hey anana, hey anana, hey. Hey anana, hey anana, hey anana, hey. Hey hey anana, hey hey anana, hey hey anana, hey. Hey hey anana, hey hey anana, hey hey anana, hey. Ja, und jetzt, falls es Menschen gibt, die irgendwelche Wünsche geäußert haben oder bitten, wofür sie auch möchten, dass wir dieses indianische Aussaatlied jetzt singen, kommt dann Omar und wird uns einige vorlesen oder? Ja, ja, komm ruhig, nur Mut. Und großen Dank übrigens an Omar, der die Filmtechnik macht, und heute auch ein großer Dank an Philipp, der nicht nur singt, sondern auch den Mixer bedient. Danke. Ja, ich habe schon geschmiert, ich hoffe, dass ich noch entschiffern kann. Einer hat sich gewünscht, dass die Menschen erwachen. Ein anderer bittet für Klarheit und Wahrheit. Und dann gibt es noch die Leidenschaft und die Sinnlichkeit. Da schließe ich mich an. Danke. Okay. Ja, dann singen wir jetzt nochmal das Heyanana. Und wir schließen alle Wünsche von euch mit ein, wenn es noch andere Dinge gibt, die euch wichtig sind. Okay. Heyanana, 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 hey. Heyanana, 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 hey. Hey, Heyanana, hey, Heyanana, hey, Heyanana, hey. Hey hey anana, hey hey anana, hey hey anana, hey. Hey anana, hey anana, hey anana, hey. Hey anana, hey anana, hey anana, hey. Hey hey anana, hey hey anana, hey hey anana, hey. Hey hey anana, hey hey anana, hey hey anana, hey. Hey anana, hey anana, hey anana, hey. Hey anana, hey anana, hey anana, hey. Hey hey anana, hey hey anana, hey hey anana, hey. Hey hey anana, hey hey anana, hey hey anana. Walking on the earth today, standing in a place of power, clear and easy, with myself I am. Ein Lied von Peter Markela aus München. Und vielleicht mögt ihr zu Hause euch vorstellen, ihr steht irgendwo an einem Platz, der euch ganz viel Kraft gibt. Und könnt euch vorstellen, dass ihr ganz wahrhaftig leicht dort an diesem Platz seid, so wie ihr gedacht seid. Einfach
Ich bin, I am. Und genau wie ihr euch da anfühlt, an diesem Ort, in Gedanken auch zukünftig auf der Erde wandelt. Da steckt auch das Wort Wandeln drin. Walking on the earth today. Walking on the earth today, standing in a place of power, clear and easy with myself, I am. Walking on the earth today, standing in a place of power, clear and easy with myself, I am, I am. Walking on the earth today, standing in a place of power, clear and easy with myself, walking on the earth today, standing in a place of power, dear and easy with myself, I am, I am. Walking on the earth today, today, standing in a place of power, dear and easy with
Ein wunderschönes Lied von Peter McKenna. Ja, jetzt machen wir weiter mit einem Lied, wo es auch wieder um die Erde geht. Ich hätte nur eine Bitte an unseren Kameramann, Omar, wenn du vielleicht ein bisschen die Kamera nach unten, damit wir noch ein bisschen mehr von unserem, sag mal, vielleicht nicht gerade der Bauch, aber so ein bisschen mehr noch zumindest zu sehen ist. Über dem Kopf muss nicht so viel sein. Ja. Ja. Wir machen jetzt ein Lied, die Melodie stammt von mir, aber der Text größtenteils von Jalaleddin Rumi, einer der bedeutendsten Mystiker des Sufismus, der im 13. Jahrhundert gelebt hat und unglaublich aktuelle Gedichte verfasst hat, die für unsere Zeit unheimlich gut passen. In diesem Text geht es um die auch Demut, aber auch Wertschätzung gegenüber der Erde und auch die Schönheit. Es geht los mit: Lasst die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Ganz, ganz tiefsinnig, kann man lange darüber nachdenken. Was heißt es, das zu tun, also die Schönheit, was die Schönheit zum Ausdruck bringt. Und im zweiten Teil, es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Im Original bei ihm ein bisschen anders. Es gibt hunderte Arten, sich niederzuknien und den Boden zu küssen. Ich wollte aber die Erde mit reinbringen und das liedtechnisch hat es auch ein bisschen besser gepasst. Ja, wir singen es einfach vor, ihr könnt mitsingen und dann wird Katharina weiter singen und ich setze im Kanon ein. Und die 317 Männer, die in diesem Stream dabei sind, können dann mit mir singen. Das war jetzt ein Witz. Ja. Okay. Ja. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Es gibt hunderte Arten, die lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, die Erde zu küssen. Lass die Schönheit, die wir lieben,
dass die Schönheit, die wir lieben, das sei, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sei, was wir tun. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Lass die Schönheit, die wir lieben, das sein, was wir tun. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Es gibt hunderte Arten, die Erde zu küssen. Ja, wir können uns auch immer gegenseitig küssen. Also ich meine jetzt natürlich virtuell momentan, aber weil wir sind alle ein Teil der Erde. Ja. Wenn wir sozusagen uns küssen, küssen wir auch die Erde. Ja. Das war jetzt eine gute Begründung für Küsse. Ja, ja, wir gehen weiter zu einem Lied mit englischem Text. One people, one planet, one spirit. One people, one planet, one spirit. Es kommt dreimal. Und zum Schluss das Allerwichtigste, unser großes Bedürfnis. All we need is love. Genau, wie bei den Beatles. Und wir singen den Refrain ganz oft zusammen. Dann singe ich irgendwann mal eine Strophe rein und dann machen wir wieder weiter mit diesem. Meine Brille. Du brauchst deine Brille. Ich bin ja nicht mehr ganz so jung, so ein bisschen weitsichtig. Brille, Brille. Brille auf der Rille, nein. Vielleicht in deiner Tasche? Okay, dann probiere ich es so. Kriegen wir, glaube ich, auch hin. Du sprich ja den Text eh vor. So eine schwarze. Tja, das sind halt so manche Problemchen, die wir. Okay, probieren wir es mal so. Wird schon gehen. One people, one planet, one spirit. Oh, tausend Dank. All we need is love. Und da gibt es einen Zwischenteil, den dann aber mir. Ja. Das habe ich gerade alles schon. Genau, man kriegt das manchmal nicht mit. Weil es mir mit der Suche nach meiner Brille beschäftigt. Genau. Singen ist viel einfacher als Brille suchen. Okay. One people, one planet, one spirit. All we
planet, one spirit. All we need is love. There is one heart in many bodies. There is one spirit with many lives. There is one song with many voices. We are one people. We are one. Hey! One people, one planet, one spirit. One people, one planet, one spirit. One people, one planet, one spirit. All we need is love. One people, one planet, one spirit. One people, one planet, one spirit. One people, one planet, one spirit. All we need is love. One people. One people, one planet, one. Tolle Botschaft. Wir wissen nicht, von wem das Lied ist, aber ein tolles Lied. Und wir bleiben bei diesem Thema. Kommt jetzt Bescheidheit, Tuja? Ich glaube, ich ändere die Reihenfolge. Und zwar würde ich jetzt lieber bei diesem Planetenthema bleiben. Dieses Lied heißt The Earth is a Living Planet. And we are keepers of the earth. Die Erde ist ein lebender Planet und wir sind ihre Hüter. Und das ist von Wolfgang Bossinger. Stimmt. Aber was noch wichtiger ist, diese Botschaft, und ich möchte auch empfehlen, Bücher von Charles Eisenstein, ein bedeutender Philosoph und Mathematiker und Umweltaktivist, der bezieht sich auf die Gaia-Theorie von James Lovelock und auch die indigene Sicht, dass die Erde nämlich nicht einfach tot ist, ein Ressourcenlager, eine Maschine. Wir haben ja dieses mechanistische Modell, das ist sozusagen Tiere, Lebewesen, alles wie Bioautomaten, sondern dass wir einen lebendigen Planeten haben, der quasi wie Organe hat, also Flüsse, Sümpfe, Moorgebiete, Korallenriffe, Meere. Das sind, kann man verstehen, wie unsere Organe. Und es geht darum, die Erde zu stärken in ihrer Resilienzkraft, damit sie sich selbst erhalten kann. Nicht nur CO2 zu reduzieren, sondern wir müssen auch darauf achten, dass Flüsse fließen können, nicht begradigt. In naher Zukunft werde ich übrigens ein Interview machen mit einem Flussökologen. Findet ihr auch schon in meinem Buch Pachamama. Und so weiter. Ich will jetzt keinen Vortrag halten. Auf jeden Fall, the Earth is a living planet and we are keepers of the Earth. We are all connected. Wir sind alle verbunden. We are one. Ein schöner Kanon, könnt ihr auch dann mitsingen. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth.
a living planet, and we are keepers of the earth. We are all connected, we are one. We are all connected, we are one. The earth is a living planet, of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. We are all connected, we are one. We are all connected, we are one. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet, keepers of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. Is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet. We are all connected, and we are keepers of the earth. We are all connected, and we are one. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet, keepers of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. The earth is a living planet, and we are keepers of the earth. We are all connected, and we are keepers of the earth. Träume von einer Zeit, wo wir hier zu diesem Lied wieder Choreografien tanzen können. Das kann man wunderschön in drei Kreisen ineinander tanzen. Das sieht dann wirklich aus wie ein lebendiger Planet, wo sich alles bewegt. Hoffen wir, dass diese Zeit bald wieder kommt. Ja? Dass wir singen und tanzen können, aber auch Hand in Hand. Ja. Ja, dann bleiben wir bei diesem Lebendigsein, bei dem Leben.
Das nächste Lied heißt Alles Leben ist heilig. Ist auch schon fast der ganze Text. Im zweiten Teil heißt es dann nur noch heilig, heilig, alles Leben. Entstanden ist das an einem Platz in Österreich, in Rammerseck. Und es ist der Platz der sieben heiligen Eichen. Deswegen auch das viele heilig. Und wir waren damals dort und ganz gespannt, was das wohl für ein Platz sein möge, und fanden dort dann sieben Eichen, und daneben stand ein Mülleimer, so ein kleines Kastel mit ein paar Heiligen, der Hildegard von Bingen, Franz von Assisi und dem heiligen Hubertus, und eine Bank. Den großen Naturmystiker, muss man sagen, genau. Hildegard von Bingen und Franz von Assisi. Ja. Und dort war man quasi per Schild eingeladen, sich hinzusetzen und bei diesen Eichen zu entspannen. Ich habe mich dann einfach, weil wir da auch ein bisschen schamanistischer Unterricht hatten, hingestellt zwischen diese Eichen und sechs auf der einen Seite, eine Eiche auf der linken, mittendrin. Und ich wollte einfach ein bisschen mit ihnen kommunizieren. Und dachte, ich kriege vielleicht irgendwie eine Antwort. Und es kam aber Folgendes als Antwort. Die Menschen kommen, um uns zu sehen. Und warum? Uns sieben heiligen Eichen, warum sind nicht alle Bäume heilig? Ja, eine Frage als Antwort. Und kam noch die Information, der innere Frieden kommt, wenn im Äußeren das Heilige erkannt und als solches behandelt wird. Ich bin dann weitergegangen zu einer nächsten großen Eiche, und daneben waren ganz viele Eichenstämme, gefällte Eichen, und wurde sehr traurig. Ich meine, das ist natürlich unser Leben, Holzwirtschaft und alles Mögliche. Und diese Eiche, die wollte mich anscheinend trösten und sagte, ich soll einfach nicht traurig sein. Katharina, wir kommen immer wieder. Und ich ging weiter des Weges, und das, was ich vorher nicht gesehen hatte, waren ganz viele kleine Eichen, die da gewachsen sind. Wir kommen immer wieder, ja. Dennoch ist es gut, auch alles als heilig zu bezeichnen. Und so ist das Lied dann zu Hause entstanden. Und Wolfgang hat dann Teil dazu die Melodie gemacht. Alles Leben ist heilig. Und vielleicht, Philipp, wenn du Lust hast, könntest du an dem Mikro, weil die eine Stimme ist mir fast zu tief, an dem Mikro noch, diese ganz einfache Melodie. Eines der seltenen Lieder von uns beiden sozusagen stand. Sehr schöner Kanon. Philipp ist einfach flexibel, gell? Völlig unvorbereitet, aber ein Vollblutmusiker. Alles Leben ist heilig, alles Leben ist heilig, 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 alles Leben. Heilig, heilig, alles Leben, alles Leben ist heilig, alles Leben ist heilig, 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 alles Leben, heilig, heilig, alles Leben, alles Leben ist heilig, alles Leben ist heilig, 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 alles Leben, heilig, heilig, alles Leben, alles Leben ist heilig, alles Leben ist heilig, 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 heilig.
heiligen, alles Leben, ist leibig, alles Leben ist leibig, heilig, heilig, alles Leben, heilig, heilig, alles Leben, alles Leben ist leibig, alles Leben ist leibig. Alles Leben ist heilig, alles Leben ist heilig, alles Leben ist heilig, alles Leben ist heilig, alles heilig, alles Leben heilig, heilig. Alles Leben ist heilig, 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 alles Leben, heilig, heilig, alles Leben. Muss ich doch noch was ergänzen bei diesem Martha, wo eben Hildegard von Bingen, Franz von Assisi war, war auch noch der heilige Hubertus. Und ich habe mir gedacht, was macht der da? Der war mit so einem Hirsch dargestellt, mit einem weißen Hirsch. Einer, der sozusagen den weißen Hirsch jagt, ein Adliger war das. Aber ich habe ein bisschen recherchiert und eigentlich der weiße Hirsch war das ein ganz kraftvolles Symbol der keltischen Schamanen. Also ganz interessant, dass an diesem Kraftplatz dann eben auch dieser weiße Hirsch auftaucht. Ja, mehr dazu, zu solchen Dingen findet sich in meinem Buch Pachamama. Das war jetzt ein kleiner Werbespot, genau. Wen das interessiert, oh, das können wir vielleicht mal kurz in die... Normalerweise mache ich nicht so viel Werbung, aber ich stehe so voll hinter diesem Thema einfach. Ja, der genau, Livestream heißt ja auch so Pachamama. Genau, es geht einfach darum, dass wir wirklich unser Bewusstsein auch ändern und dass wir diese unglaublich schöne und fantastische Erde einfach erhalten. Unsere Kinder sind uns unglaublich dankbar und ich habe selber zwei Enkeltöchter und ich verstehe manchmal nicht, warum nicht alle, die Enkelkinder haben und Kinder auch ein bisschen weiterdenken in der Richtung. Aber ja, jetzt kommt schon unser letztes Lied und dann geht es weiter mit Philipp, genau, mit Philipp. Ja. Beziehungsweise gibt es vorher eine ganz kurze Umbaupause. So, noch ein Lied, wo es um das aus der indianischen Tradition. Vishitai tuya, tuya, tuya. Vishitai tuya, tuya. Hey! Washa teneya, heya, heya. Washa teneya, heya, hey. Was heißt das? Ganz einfach, das Vishitai, das Waschprogramm ist sozusagen das schnell fließende Wasser in einem Fluss oder Bach, Quellen. Und das Washa Teneya ist sozusagen das Wasser, das gegen Sandbänke klatscht. So die Kraft des Wassers auch. Ja, ja, wir singen das vor, da kann man eigentlich ziemlich schnell mitsingen. Und dann verabschieden wir uns und kommen, vielleicht wir kommen dann irgendwann wieder, tauchen wir hier wieder auf. Aber es geht sowieso weiter mit unseren Streams. Wir haben schon wieder ganz tolle Menschen, die auch kommen. Findet ihr auf unserer Webseite. Jetzt kommen wir viele Rassen. Vishitai tuya, tuya, tuya. Vishitai tuya, tuya, hey. Vishitai tuya, tuya, tuya. Vishitai tuya, tuya, hey. Washa teneya, heya, heya. Washa teneya, heya, heya. Washa teneya, heya, heya. Washa teneya, heya. Vishitai tuya, tuya, tuya. Vishitai tuya, tuya. Vishitai tuya, tuya, tuya. Vishitai tuya, tuya. Washa teneya, hey.
Jetzt kommt Strom schnell, jetzt geht's schneller. Vichitai tuya tuya tuya. Vichitai tuya tuya. Vichitai tuya tuya tuya. Vichitai tuya tuya. Bosha tineya heya heya. Bosha tineya heya heya. Bosha tineya heya heya. Bosha tineya heya. Und langsam. Vichitai tuya. Tuya, großer Fluss. Vichitai tuya tuya hey. Vichitai tuya tuya tuya. Vichitai tuya tuya hey. Washatineya heya heya. Washatineya heya hey. Washatineya heya heya. Washatineya heya hey. Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin mitgemacht habt. Und wir schalten jetzt um auf ein kurzes Pausenbild und bauen hier um. Und dann geht es weiter mit Philipp Stegmüller aus München. Wir freuen uns schon.
live, online, angeleint und doch verbunden mit euch allen da draußen. Es ist wie eine Messerschneide, auf der wir zurzeit tanzen lernen. Es sind viele Geschenke dabei und auch viele Herausforderungen. Und ein Lied, was ich gerade viel gespielt habe im öffentlichen Raum. Hey, wir durften am Marienplatz singen und tanzen, am Stachus in München, am Odeonsplatz. Und dieses eine Lied, mit dem ich heute anfangen möchte, ist so eine Hymne für mich, für diese Zeit. Ja, das klingt auch immer ein bisschen überheblich, wenn man sagt, Leute, es ist Zeit aufzuwachen. So als ob man selber erwacht wäre und die anderen schlafen noch. Nein, und es soll nicht überheblich klingen. Es ist eine Einladung. Und ich danke dir, Wolfgang, und ich liebe diese Synchronizität, dass wir jetzt alle merken, wie wichtig das ist, diese Arbeit der Erde und den Erdkindern vor allem zu widmen. Die Erde kommt auch ohne uns klar. Ihr kennt den Witz, wo ein Planet zum anderen sagt, ich bin total krank, wisse, ich habe Homo sapiens. Dann sagt der andere Planet, du, es geht vorbei. Wollen wir es nicht hoffen, denn ich habe selber Kinder und hier ein wunderbares Lied in 3 Sprachen. Vom Harald Goldmann, er hat es uns überlassen für diese Zeit, ein Lied übers Aufwachen. Mögen wir wieder die Schönheit der Natur sehen und erkennen und sie ehren, schätzen. Die große Mutter ruft, ihre Stimme so klar, die goldene Zeit bricht an, Erdmenschen, bitte wacht auf, die große Mutter ruft, ihre Stimme so klar, die goldene Zeit bricht an, Erdmenschen, bitte wacht. Ja da 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 Dai 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 dai. Great Mother is calling, her voice so clear. The golden age is dawning. Earth people, please wake up, wake up. Great Mother is calling, her voice so clear, the golden age is dawning, earth people, please wake up, wake up. Ya da 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 Ya da 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 da. Pachamama llama su voz con claridad, la era dorada llega. Gente de la tierra, vamos a despertar. Pachamama llama su voz con claridad. La era dorada llega. Gente de la tierra, por favor, despertar. Ya da 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 da
Himmel, Mutter, ruft ihre Stimme so klar. Die goldene Zeit bricht an, Erdmenschen, bitte wacht auf, wacht auf. Ja, ihr Lieben. Was hätten wir nur für ein armseliges, trauriges Leben, wenn unsere lieben Brüder und Schwestern, die Vöglein, und überhaupt, wenn die nicht für uns so zwitschern würden, ja? Und gab diesen schönen Text damals auch von Chief Seattle, ja? If the beasts were gone, wenn die wilden Tiere weg sind, ja, we would have a loneliness of spirit, ja, unser Spirit wäre so arm. Und es gibt ein wunderschönes Medizinlied aus Südamerika, der Stefan Posares hat es übersetzt ins Deutsche, und das möchte ich gerne noch mit euch teilen. Einfach diese Erinnerung, dass vielleicht auch unsere Ahnen mal als Vögel wiederkommen und dass wir alle verbunden sind, ja, und das ist, genau, mal in Deutsch und Spanisch ein wunderbares Lied. Aus der Ferne höre ich den Gesang der Liebe eines Vogels. Aus der Ferne höre ich den Gesang der Liebe eines Vogels. Und dieser Vogel, das ist mein Opa, das ist mein Opa, der singt sein Liebeslied. Und dieser Vogel ist meine Oma, die singt ihr Liebeslied. Aus der Ferne höre ich den Gesang der Liebe eines Vogels. Dieser Vogel, das ist mein Opa. Und dieser Vogel, ist meine Oma, die singt ihr Liebeslied. Singe, da 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 da, singe, ja, ich höre euch singen ein bisschen, singe. Singe. Der König der Lüfte auf Spanisch. Águila, Águile. Leitet eure Flügel aus. Águila, Águile, Águila, Águile, Águile, Águila, Águile,
desde lejos, desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro, 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 desde lejos. Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Oh, oh, oh. Unsere Gebete möchten sich auch bitte richten an unsere heimischen Wälder, natürlich genauso wie an den Urwald. Und da gibt es ein wunderbares Lied von einer Frau, die schon die Dimension gewechselt hat, Karen Floresta. Und sie hat dieses Lied über den Urwald geschrieben. Und vor lauter Corona haben wir unser Hauptziel ein bisschen aus den Augen gelassen, den Urwald, den Amazonas und überhaupt alle Wälder dieser Erde zu schützen, wieder aufzuforsten, indigenen Kulturen zu bewahren. Und ich schicke jetzt mit diesem Lied alle guten Gedanken an den intakten, schönen, saftigen, grünen, lärmenden, zwitschernden Wald, an unsere Urwälder natürlich auch. Beruhige du meine Gedanken, Urwald, beruhige du meine Gedanken mit deinem Frieden. Bist du uns eine große Hilfe mit deinem grünen Mantel, so schön und auch so beschützend. Deinem grünen Mantel, so schön und auch so beschützend. Urwald, reinste Freude von unserer, reinste Freude von unserer Seele. Wir sagen Danke, weil wir immer deine Kinder sein werden. Wir sagen Danke, weil wir immer deine Kinder sein werden. Da, da, da. Yeah.
Der Urwald, der Urwald. Und jetzt habe ich euch noch was Schönes mitgebracht. Dürfte ich mal die Ngoni bekommen? Ein Instrument aus Afrika. Jetzt würde ich mal kurz entweder den ausmachen oder den Kanal runterziehen. Ein wunderbares Instrument. Eine afrikanische Harfe. Ja, es ist ein Kürbis. Es hat wirklich wunderschön aus. Hat ein Freund von mir gebaut, der Mauro Mangalam, selbst gebaut. Ich hoffe, sie ist noch gestimmt. Wir haben sie vorhin gestimmt. Kommt was? Ist schon wieder angemacht. Hast du sie? Ich höre aber noch nichts auf den Boxen. Wäre es noch schön, wenn du mir ein bisschen mehr Pegel gibst, dass ich sie hier im Raum höre. Wollte ich mal ein wunderschönes Lied mit euch teilen, was ich schon seit Jahren spiele. Wir waren jetzt beim Urwald und jetzt möchte ich gerne noch für den Ozean singen ein Lied. Das ist ein Lied von Starhawk aus USA und ich liebe diese Gespräche, die man mit Musikern führt, wenn man sie um Erlaubnis bittet, Lieder zu verwenden und sie sagt, you can use it if you're one day when you are rich, let me know. Und ich habe viele Textteile dazu gemacht zu diesem Lied und viele von euch kennen es auch schon. The ocean is the beginning of the earth. Genau. Erzählt. Es gab mal ein paar Freaks, die haben die Russen gejagt bei ihrem Walfang. Der Anfang von Greenpeace. Ja, und mittlerweile haben sich die Pottwale erholt. Wirklich, es gibt wieder viel mehr davon. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, Wälder zu schützen, zu pflanzen, alles kommt wieder. The ocean is the beginning of the earth. The ocean is the beginning of the earth. All life comes from the sea. All life comes from the sea. Oh,
beginning of the earth. The ocean is the beginning of the earth. All life comes from the sea. Uns jetzt aufwachen und sagen, gell, gell, wir schützen die Ozeane, schützen den Wald, schützen die Erde, sonst wird's uns sehr kalt. Ja, lasst uns zusammen singen und beten und an einer neuen Menschheit kneten. Wir finden den Weg, es ist noch nicht so spät. Singing Planet Pachamama, Leute, kommt zusammen und singt, dann ist alles im Kopf gut. Dann geht euch Rhythmus und die Liebe durchs Blut. Und das ist, was die Erde von uns mag, was sie mag in der Nacht und am Tag, ja. The ocean is the beginning of the earth.
Lied fürs Wasser. Auch ein wunderschönes, und da gibt es auch eine kleine Bewegung dazu. Oshumare, die Göttin des Süßwassers. Ein Lied in Portugiesisch und vor allem Deutsch. Hey Mamai, hey Mamai Oshum, hey Mamai, hey Mamai Oshum, com suas águas limpai meu coração, com sua força curai a minha alma. Com suas águas limpai meu coração, com sua força curai a minha alma. Ei, mamãe, ei, mamãe Oxum, ei, mamãe, ei, mamãe Oxum. Die Göttin auch nicht nur vom Wasser, sondern auch von unserer Emotion, unseren Gefühlen. Und wenn unsere Gefühle wieder fließen, und dafür ist die Musik das Werkzeug, ja, dann sind wir wieder Menschen. Und das bringt Heilung in uns und auf diesem Planeten. Alle diese festgefahrenen Gefühle der Generationen, alle diese Energiestaus in uns, die müssen geöffnet werden. Diese emotionalen Flüsse dürfen sich wieder ergießen über diese Welt. Deinem Wasser reinigst du mein Herz, mit deiner Kraft heilst du meine Seele. Mit deinem Wasser reinigst du mein Herz, waschen mit deiner Kraft heilst du meine Seele. Entspannen. Hey Mama, hey Mama Joshua. Com suas águas limpai meu coração, com sua força curai a minha alma. Com suas águas limpai meu coração, força curai a minha alma. Ei, mamãe, ei, mamãe Oxum. Mit deinem Wasser reinigst du mein Herz, mit deiner Kraft heilst du meine Seele. Mit deinem Wasser reinigst du mein Herz, mit deiner Kraft heilst du meine Seele. Die ich zusammen, also gewidmet habe damals unserem Freund Matthias Walter von der Friedensbaumstiftung, der diese wunderbare Vision hatte, die Bäume für den Frieden zu pflanzen und auch den Film gemacht hat mit dem Naturvolk der Mammus, die ihm sehr verbunden sind noch mit den Spirits und mit der Natur. Und am 3. Oktober habe ich meinen ersten eigenen Baum gepflanzt, an meinem Geburtstag in München, ist schon eingetragen auf Google, Münchner Friedensbaum ist ein Kulturdenkmal. Und dort machen wir jetzt immer unsere politischen Versammlungen. Wir versammeln uns in diesen Tagen, maximal 50 Leute unter freiem Himmel.
mit einer Anzeige beim KVR dürfen wir das machen. Und ja, ich lade euch alle ein, nutzt die Spielräume, die wir jetzt momentan haben, ob das der digitale Fluss ist oder der analoge. Hier kommt das Lied vom Friedensbaum von mir. Antwort auf die Frage, warum sind wir hier? Wir sind alle Kinder von einem großen Stamm, wie Blätter an einem uralten Friedensbaum. Ich bin in dir. Du bist in mir, die Antwort auf die Frage, warum sind wir hier? Wir sind alle Kinder von einem großen Stamm, wie Blätter an einem uralten Friedensbaum. Unsere Freude und wir teilen unseren Schmerz, vereint in Gottes Licht auf dem Weg in unser Herz. Wir sind alle Kinder von einem großen Stamm, wie Blätter an einem uralten Friedensbaum. Für dich und du singst für mich. Wir sind schon viele auf diesem Weg des Lichts. Das Ziel unserer Reise ist der Frieden auf der Erde, dass mit jedem Friedensbaum unser Traum wachse und werde. Wachse und werde, wachse und ich sing für dich und du singst für mich. Wir sind so viele, hey, auf dem Weg des Lichts. Das Ziel unserer Reise ist der Frieden auf der Erde, dass durch jeden Baum unser Traum wachse und werde, wachse und werde. Unser Traum von Nachhaltigkeit wachse und werde. Traum von Gerechtigkeit wachse und von Gleichheit wachse und von Toleranz wachse. Natürlichkeit wachse und von Gemeinschaft wachse und werde. Von Liebe zwischen Mensch und Tier wachse und zwischen allen Menschen auf dieser Erde wachse und werde. Wachse und ho. Ich habe euch ein, dann mache ich ein Lied noch, ein schönes Kronen, nur mit der
der Rassel auch, das wollte ich euch auch noch teilen, und dann machen wir aber unser Wissen verbunden, okay? Vielleicht fällt mir natürlich auch noch ein Gitarrenlied ein, aber sag einfach. Aus. Haben wir vorhin auch auf dem Weg hierher gesungen. Für ein ganz besonderes Tier. Das hört man so gut, oder? Genau. Es ist auch abgewandt von einer kleinen Melodie, ein Icaro, das sind die Pflanzenlieder aus Südamerika. Ich habe das gelernt von einer Freundin, für die Libelle. Und dazu gibt es die schöne Geschichte, die Libelle, die ja eigentlich auf Englisch Dragonfly heißt, die Drachenfliege, war einst ein mächtiger Drache, ja, der mächtigste Drache von allen. Dieser Drache war allerdings ein ziemlicher Angeber. Ich kann am schnellsten fliegen, am schillerndsten leuchten, ich kann sogar Loopings machen und so. Ja. Und im Tierreich, Gott sei Dank, gibt es auch immer den Joker, den Trickster, den Kojoten. Und der Kojote hat eines Tages, als alle schon so genervt waren, zum Drachen gesagt, okay, wollen wir mal sehen, was du alles kannst. Kannst du dich dann auch in ein anderes Tier verwandeln? Ja. Der Drache, ja logisch, schaut her. War er eben eine Libelle. Und alle, bravo, gut gemacht, super. Kannst du dich auch zurückverwandeln? Und der Drache, schauen wir mal. Nein. Und deswegen gibt es die Dragonfly. Seitdem ist der Drache eine kleine, wunderschöne Libelle. Und die Botschaft der Libelle, lasst euch nicht zu sehr von den Sinnen täuschen. Es gibt auch eine magische Welt, es gibt eine Welt hinter der sichtbaren, hinter der hörbaren Welt. Ja? Alles ist durchdrungen von Leben und Energie. Seid offen für diese magische Seite auch und glaubt nicht nur immer das, was ihr seht und hört. Das ist eine der Botschaften. Möge die Libelle uns auf den richtigen Weg finden. Libelle, Libelle, zeig uns den Weg, weise uns die Richtung, du weißt, wohin es geht. Libelle, Libelle, zeig uns den Weg, weise uns die Richtung, du weißt, wohin es geht. Nein, 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 nein. Libelle, Libelle, zeig uns den Weg, weise uns die Richtung, du weißt, wohin es geht. Libelle, Libelle, zeig uns den Weg, weise uns die Richtung, du weißt, wohin es geht. Nein, 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 nein. Ein schönes Thema. Wir könnten tagelang über die Erde singen und ihre wunderschönen Formen und Manifestationen. Aber ein letztes spiele ich noch, bevor wir unser hier gemeinsam, bevor die Doro ihr wunderbares Set macht. Aber es kommt gerade noch reingeflogen vom Aschim. Wunderbares Lied für Pachamama. Und da kommt eine indigene Sprache vor, Nahuatl. Tlasokamatli. Tla, T-L-A. Tlasokamatli heißt Thank you very much. Vielen herzlichen Dank. Sagrada Pachamama, muy santa Pachamama, Tlasokamatli de mi corazón. Pachamama, Sagrada Pachamama, muy santa Pachamama, Tlasokamatli de mi corazón, Pachamama. Sagrada Pachamama, muy santa Pachamama, Tlasokamatli de mi corazón, Pachamama.
Sagrada Pachamama, muy santa Pachamama, pasó camatli de mi corazón, Pachamama, Pachamama, Pachamama. Erde, für unsere Ozeane, all das Leben, die Vielfalt und für den Menschen. Lasst uns unserem Namen die Krone der Schöpfung Ehre machen. Ja, und alle Geschöpfe ehren und bewahren. Fair die Tiere halten, wenn es sein muss, die Meere nicht überfischen. Die Weisen aus den Urwäldern und Savannen dieses Planetens um Rat fragen. Sagrada Pachamama, muy santa Pachamama, tlasoka matli de mi corazón, Pachamama. Vielen Dank. Und jetzt freue ich mich sehr auf ein Lied, was mich die letzten zwei Jahre schon begleitet, aus der Feder von Wolfgang und Katharina oder Wolfgang Bossinger. Und ich habe bei dem Lied schon mal heulen müssen, während ich es gespielt habe, weil ich an meine liebe Großmutter denken musste. Denn der Text ist ja, wir sind verbunden durch alle Zeiten, durch alle Räume, wir sind eins. Und ich durfte ein bisschen Text dazu machen. Eine Erde, eine Menschheit, eine Familie, ein großer Geist. Und das werden wir jetzt nochmal gemeinsam anstimmen. Gehst du jetzt rein? Beiden gleichzeitig rein? Oder? Nee, ich spiele einfach so. Ach, was würden wir Männer nur unsere Frauen und unsere Frauen tun, die immer genau wissen, wo alles ist. Passt es so von der Aufteilung her, wenn ich hier stehe? Vorhin stand ich da drüben. Aber kannst du so spielen? Kommst du ans Klavier? Nee, ich glaube, es war einfacher so mit der Gitarre. Genau. Das rote Mikrofon ist noch aus, glaube ich, oder ist es an? Nee, ich höre es da unten. Ach so, links. Doch, schau mal, das rote müssen wir noch hochmachen. Siehst du den? Macht der Wolfgang kurz. Ja, wunderbar, jetzt. Möge auch die Technologie uns lehren, in Verbindung zu sein mit so vielen Menschen gleichzeitig. Es ist wie eine Übung, durch die Kabel hindurch zu flutschen zu euch nach Hause jetzt in eure Wohnzimmer. Ja, wir sind verbunden durch alle Räume, alle Zeiten, wir sind eins. Wir sind
verbunden durch alle Zeiten, durch alle Räume. Wir sind verbunden durch alle Zeiten, durch alle Räume. Wir sind verbunden durch alle Zeiten, durch alle Räume. Wir sind verbunden durch alle Zeiten, durch alle Räume. Wir sind da. Danke an euch alle da draußen und danke an alle Ahnen, Großeltern, Opa Bossinger, Opa Stegmüller, Opa Heckelsmüller, alle Opas und Omas. Durch alle Zeiten, durch alle Räume, wir sind verbunden, durch alle Zeiten, durch alle Räume, wir sind eins, wir sind verbunden, durch alle Zeiten. Durch alle Räume, wir sind eins.
Ich möchte nochmal an dieser Stelle mich bedanken bei euch Bossingers für die Einladung und für eure unermüdliche Arbeit für das gemeinsame Singen. Ein kleiner Hinweis, dieses Lied und viele andere mehr sind in den Songbooks von den beiden zu finden. Notiert mit Akkorden, mehrstimmig, es ist ein wahrer Schatz, den es da zu entdecken gibt. Ich bin sehr berührt und geehrt, dass ich mit euch zusammen arbeiten und schaffen darf. Schaffe, schaffe. Und danke an euch schaffe, alle. Schaffe, schaffe, liebe Singer. Philipp hat auch CDs gemacht, bei, die können ja, wir bei der Gelegenheit mal sagen. Genau. Also, ich auf seiner Website. Können ganz nichts, toll. Nichts in die Kamera halten, aber es ist sehr empfehlenswert. Wunder, ja. Wunderschöne Aufnahmen. Auch für Kinder was dabei. Genau, singt viel mit den Kindern, das ist sehr wichtig. Okay, ich sage danke an dieser Stelle und wir übergeben nach einer kurzen Werbepause. Ah, genau. Kurze ja, Mikrofone. Technische Pause. Technische Pause an die Doro. Danke. Ja.
Ja, ich freue mich, dass ich hier mitmachen darf an diesem wunderbaren Ort. Ich sag's euch, es schwingt in diesem Raum die ganzen tollen Leute, die schon da waren, und ich darf jetzt da auch noch mit. Und wirklich, dieses Wohnzimmer ist ein klingender, schwingender Raum und der Blick ins Grüne in alle Richtungen. Wunderschön, um diesen Planeten zu besingen, zu ehren. Und da möchte ich jetzt gleich mit dem singenden Planeten beginnen, weil das ist mein Projekt ja auch, mit Pachamama ein bisschen ähnlich entstanden. Singing Planet. Genau, Singing Planet. Mögen die Vögel singen und die Wale singen und die Bäume singen und das Meer singen und wir Menschen singen. Das ist meine Vision, dass wir einfach in diesem Gespür füreinander da sind und dafür sorgen, dass die Vögel genug Insekten haben, dass die Fische nicht im Plastik ersticken und so. Und drum singen wir hier. Und das ist ein Lied von mir. Möge die Erde singen, Pflanzen, Tiere, Menschen klingen in gegenseitiger Resonanz. Das Leben ist ein wunderbarer Tanz. Diri Julio. Und dann das Mantra der Berge. Ein Nigun gejodelt aus dem Allgäu quasi. Möge die Erde singen, möge die Erde singen, Pflanzen, Tiere, Menschen klingen, Pflanzen, Tiere, Menschen klingen, in gegenseitiger Resonanz, in gegenseitiger Resonanz. Das Leben ist ein wunderbarer Tanz, das Leben ist ein wunderbarer Tanz. Von du und ich, von du und ich, im Rhythmus sind wir vielfältig, im Rhythmus sind wir vielfältig. Tri Julio, Tri singen, möge die Erde singen, Pflanzen, Tiere, Menschen klingen, Pflanzen, Tiere, Menschen klingen, in gegenseitiger Resonanz, in gegenseitiger Resonanz. Das Leben ist ein wunderbarer Tanz, das Leben ist ein wunderbarer. Von du und ich, im Rhythmus sind wir vielfältig, im Rhythmus sind wir vielfältig. Hollereio, Resonanz, in gegenseitiger Resonanz,
warm draußen. Ich hoffe, ihr auch. Und es gibt übrigens auf der Webseite singingplanet.org habe ich auch einen Film, wo wirklich der Blick aus dem All ist und dass die Erde einen Ton hat und dass die Erde singt. Da könnt ihr drauf gucken. Das ist faszinierend. Das nächste Lied ist von Karl Adamek und ich finde es so, es spricht mich einfach so an. Bin zu allem bereit, was die Seele befreit, trage Freude und Leid durch die Zeit, atme tief und mein Herz wird weit. Wir haben vorher schon mit dem Philipp so schön das Herz gerieben. Da können wir jetzt weitermachen und ich finde es jetzt auch zur Zeit mit dem Corona einfach so. Ja, trage Freude und Leid. Wir sind in der Unsicherheit. Wir wissen nicht, schaffen wir es nicht. Was, wem sollen wir glauben? Wie einfach uns selber vertrauen, aber das auch aussprechen. Bereit sein. Was die Seele
und Leid durch die Zeit, atme tief und mein Herz wird weit. Bin zu allem bereit. Freude und Leid, dass die Zeit atmet tief und mein Herz wird weit. Ja, wir haben einen gewissen Auftrag hier auch mit der Schöpfung. Und dass die Erde so, dass wir die nicht behindern zu viel. Ne? drum möchte ich jetzt weitermachen mit dem Akkordeon und mit einem Ziegenjodler zunächst. Weil ich, achso, da brauche ich die Katharina auch gleich noch. Ja, ja. Ein Ziegenjodler aus der Schweiz und der ist so nett und dumperl dei dei. Ihr Ziegen kommt's her, dumperl dei do, daher soll's er kommen. Und ich denke mir das jetzt gerade auch, die ganzen Tiere, ich möchte sie alle sehen, kommt's alle her zu uns, dass wir euch sehen und dann und spüren und wahrnehmen. Und dann singen wir noch einen zweiten Text da drauf. Unsere schöne Erde wollen wir bewahren, um diesen Auftrag auch nochmal zu spüren. Und ich freue mich ganz arg, ich komme ja aus Landsberg am Lech, dass wir da jetzt schon 6 Samstage immer samstags auf dem Wochenmarkt auf dem Hauptplatz gejodelt haben. Da sind wir eine Gruppe von 7 Leuten, stehen mit genügend Abstand quer durch den Wochenmarkt und da haben wir auch den Jodler gesungen und vielleicht sind ein paar dabei, die den eh schon kennen. Dumpel dei 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 dei, dumpel dei 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 dei, einfach mitprobieren. Dumpel dei 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 dei, dumpel dei dei, dumpel dei dei, von vorne, dumpel dei dei dei. Wenn ihr jetzt den hungrigen Philipp sehen würdet. Dumpel dei 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 dei, dumpel dei dei, dumpel dei dei, dumpel dei 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 dei, dumpel dei dei, dumpel dei do. Die Oberstimme. Dumpel dei dei ho, ti dei ho, ti dei ho. Thank you.
schöne Erde, Erde, wollen wir bewahren, wollen wir bewahren, unsere schöne Erde, Erde, wollen wir bewahren, holla, unsere schöne Erde. Wollen wir bewahren unsere schöne Erde? Wollen wir bewahren? Holla, Rio! Dumpeldei, Dreio, 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 Dumpeldei, Dreio, Dumpeldei, Dreio, Dumpeldei, Dreio, Dreio, Dumpeldei, Dreio, Dumpeldei, Do. Danke auch für das Akkordeon von der Katharina und die mit Unterstützung. Ja, und dann geht es eigentlich nur noch darum, die Schöpfung zu feiern, zu zelebrieren und feiern. Und da möchte ich gerne, in 2 Wochen ist Erdfest, darauf hinweisen. Das ist so eine tolle Initiative, die Erdfest-Initiative. Es geht darum, einfach ein kleines Erdfest zu feiern. Eigentlich genau das, was wir heute Abend machen, dass wir die Pachamama, die Erde, spüren und feiern. Das ist eine Idee von der Hildegard Kurt und dem Andreas Weber vor 2 Jahren, dass überall auf der Erde, so wie es Weihnachten gefeiert wird, auch im Sommer, gerade zur Sonnenwende, die Erde gefeiert wird. Ciao, Philipp. Und das können wir Sängerinnen und Sänger eigentlich wunderbar machen, weil das Feiern und Zelebrieren ist doch unser Metier. Drum hätte ich jetzt das indianische Lied Hi-O-Way, Hi-O-Way, das die Schöpfung feiert. Und schaut auf erdfest.org, da könnt ihr euch eintragen und verschiedenste kleine Erdfeste machen. Wenn das nur 2, 3 Leute sind, ist gut. Aber dass wir einfach vernetzt sind, dass das ein Kulturgut wird, so wie wir Weihnachten feiern, im Sommer ein Erdfest zu feiern, unsere Verbindung zur Erde. Es geht nicht nur um Naturschutz, sondern um das Feiern, das Spüren, gemeinsam unterwegs zu sein. Hi-O-Way, hey-o, shushun. Ein indianisches Lied, das die Schöpfung feiert. Gerne mit tiefer Trommel, Rahmentrommel oder so auch vielleicht. Hi-O-Way, hey-o, shushun. Hi-O-Way.
Ist ja so ein wunderbarer Wandteppich hinter mir, wo die ganzen Vögel tanzen und ganz originelle Gestalten für die Schöpfung und ein Lebensbaum. Das Lied gerne könntet ihr zwei da wieder mitsingen. Soham aus dem Sanskrit
Ich identifiziere mich mit dem Universum, meint Soham. Ich bin ich. Ich bin Erde. Ich bin Wasser. Ich bin Seele. Ich bin Vögel. Ich bin alles. Der Planet. Und vor allem, ich bin Erde, möchte ich heute mit euch singen. Erdverbunden sein. Das ist mir so das Wichtige, das zu spüren, auch unsere Verbundenheit und wirklich unsere Teilhabe an dem Planeten. Dadurch, dass ich auch Erde bin und mir bewusst werde, ich bin Erde, mein Fleisch und Blut ist Erde, spüre ich, dass ich ein Teil von der Schöpfung bin. Soham. Soham, 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 Soham. Ein Kanon, das heißt, ihr könnt alles drauf singen auch. Und das wäre jetzt wie ein Riff drunter. So ham, so ham. Und der zweite so den Kanon drauf. Soham, ich bin Erde, erdverbunden sein. 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 Soham, Soham, ich bin verbunden sein.
Eine Premiere. Ja, diese Liebe und Verbundenheit zur Schöpfung finde ich ganz wunderbar in diesem indianischen Lied Onji Mala Heya Ho, das ich gerne auch mit euch teilen möchte. Es ist auch ein Morgenlied, das man besonders in der Früh singt, um so gleich sich auf die Natur einzustimmen. Onji Mala Heya Ho, Heya, Heya. Shima.
Mala, heya, ho, heya, heya, heya. Mala, heya, ho, heya, heya, heya. Onji mala, heya, ho, heya, heya, heya. Onji mala, heya, ho, heya, heya, heya. Onji mala, heya, ho, heya. Gern noch ein Lied für den Wind machen. Den haben wir heute noch nicht besungen. Und der ist, glaube ich, jetzt am Wochenende recht stark. Da draußen haben die Bäume schon so gewackelt und sich elastisch gebogen und getanzt fast, wo ich vorher rausgeschaut habe. Ein indianisches Windlied. Ini vichini vichini ahewalo. Das ist so schön, das Ahewalo. Da kann man auch fast den Wind im Mundraum spüren. Ahewalo. Sprecht's nochmal mit. Ahewalo. Ini vichini vichini ahewalo. Ini vachini vachini ahewalo. Ini vachini vachini ahewalo. Ahewalo. Ini vachini ahewalo. Ini vachini. Ini vachini vachini ahewalo. Ini vachini vachini ahewalo. Ahewalo, ini vachini. Ahewalo, ini vachini. Ini vachini, vachini, ahewalo. Ini vachini, vachini, ahewalo. Ahewalo, ini vachini. Ahewalo, ini vachini. Ini vachini vachini ahewalo. Ini vachini vachini ahewalo. Ahewalo. Ini vachini ahewalo. Ini vachini. Ini vachini vachini ahewalo. Ini vachini vachini ahewalo. Ahewalo. Ini vachini ahewalo. Ini vachini. Ini vachini vachini ahewalo. Ini vachini vachini ahewalo. Ahewalo. Ini vachini ahewalo. Ini vachini. Ini vachini vachini ahewalo. Ini vachini vachini ahewalo. Ahewalo. Ini vachini ahewalo. Ini vachini. Ini vachini vachini ahewalo. Ini vachini vachini ahewalo. Ahewalo. Ini vachini ahewalo. Ini vachini. Ini vachini vachini ahewalo. Ini vachini vachini ahewalo. Ahewalo. Ini vachini ahewalo.
wallow. Heeny watchin' me, watchin' me. Ah, hey, wallow. Ah, hey, wallow. Heeny watchin' me. Ah, hey, wallow. Heeny watchin' me. Heeny watchin' me, watchin' me. Ah, hey, wallow. Heeny watchin' me, watchin' me. Ah, hey, wallow. Ah, hey, wallow. Heeny watchin' me. Ah, hey, wallow. Heeny watchin' me. Heeny watchin' me, watchin' me. Ah, hey, wallow. Heeny watchin' me, watchin' me. Ah, hey, wallow. Ah, hey, wallow. Heeny watchin' me. Ah, hey, wallow. Heeny watchin' me. Heeny watchin' me, watchin' me. Ah, hey, wallow. Heeny watchin' me, watchin' me. Ah, hey, wallow. Ah, hey, wallow. Heeny watchin' me. Ah, hey, wallow. Heeny watchin' me. Himmlische Kind. Ja, jetzt würde ich schon gegen Ende kommen. Schauen wir mal, ob wir da noch mal was zusammen am Schluss machen, gell? Das haben wir noch gar nicht so abgesprochen. Eine Anrufung an die göttliche Mutter. Om Kali, Om Mater, Durga Devi Namo Namah. Sprechen wir es zusammen. Om Kali, Om Mater, Durga Devi Namo Namah. Und dann Shakti, das ist so die weibliche Kraft. Shakti Kundalini, Jagadambe Mata. Shakti Kundalini, Jagadambe Mata. Kundalini, die Lebenskraft. Om Mahate Durga Devi Namo Namah. Om Kali Om Mahate Durga Devi Namo Namah. Shakti Kundalini Jagadambe Mata. Shakti Kundalini Jagadambe Mata. Om Mahate Durga Devi Namo Namah. Om Kali Om Mahate Durga Devi Namo Namah. Shakti Kundalini Jagadambe Mata. Shakti Kundalini Jagadambe Mata. Om Kali Om Mahate Durga Devi Namo Namah. Om Kali Om Mahate Durga Devi Namo Namah. Shakti Kundalini Jagadambe Mata. Shakti Kundalini
Jagadambe Mata, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namba, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namba, Shakti Kundalini, Jagadambe Mata. Jagadambe Mata, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namah, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namah, Shakti Kundalini, Jagadambe Mata. Jagadambe Mata, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namah, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namah, Shakti Kundalini, Jagadambe Mata. Jagadambe Mata, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namah, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namah, Shakti Kundalini, Jagadambe Mata. Jagadambe Mata, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namah, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namah, Shakti Kundalini, Jagadambe Mata. Jagadambe Mata, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namah, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namah, Shakti Kundalini, Jagadambe Mata, Shakti Kundalini, Jagadambe Mata. Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namah, Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Schön, diese weibliche Kraft hier nochmal zu haben. Kali. Danke dir. Kali. Kali ist da. Ja, wie machen wir einen gemeinsamen Schluss noch? Habt ihr eine Idee? Oder? Ja, das wäre doch schön. Machen wir es nochmal zusammen. Ja, ich wäre jetzt so weit. Ha? Sonst wäre höchstens noch ein Jodler, aber ich glaube, das wäre jetzt besser, oder? So haben wir nicht geübt. Also mein ganz Dank an diese tolle Stube hier. Ich sag's euch, wenn wir dann wieder raus können und zusammen uns treffen können, das platzt dann, das sprudelt vor Energie.
kommt hier, bleibt ruhig da. Ja, dann bedanke ich mich erstmal. Omar, kannst du das Display nochmal drehen? Zwischendurch war mal das Bild weg, wir waren so temperamentvoll, unser Kameramann, dass das quasi einen kleinen Wackelkontakt gab. Aber jetzt haben wir es wieder und wir möchten jetzt noch ein Schlusslied singen. Aber vorher möchte ich mich bedanken bei Doro und bei Philipp für diesen tollen Einsatz. Und ich möchte jetzt einfach nochmal das Lied vom Anfang singen. Hey ja, Nana, hey ja, Nana, hey ja, Nana, hey. Hey, hey, wir singen jetzt einfach. Auswendig kann man sowas nicht spielen. Vielleicht können wir das Mikro irgendwie wegtun. Wir haben ja auch die ganzen Kräfte hier aus den verschiedenen Himmelsrichtungen hergeholt und man verabschiedet die ja auch dann wieder. Und vielleicht können wir es in dem Geist auch singen. Ganz genau, das ist eben auch wichtig, wenn wir diese Kräfte einladen, dass wir die auch wieder verabschieden und uns bedanken. Aber wir möchten uns auch bedanken bei euch allen. Viele sind ja wirklich bis jetzt geblieben, 3 Stunden online. Toll, dass ihr so motiviert seid. Ein Erdmarathon. Ja, es geht weiter. Genau, wir arbeiten dran und ihr alle, dass wir eine Welt oder die Erde unterstützen, einfach ihre Arbeit tun zu können, die Natur, die Vielfalt, die ganzen Ökosysteme, Biotope, alle Lebewesen. Ja, und wir bedanken uns jetzt eben auch bei den 4 Elementen, Feuer, Wasser, Luft, Erde, und bei den Himmelsrichtungen und natürlich bei Mutter Erde und Vater Himmel. Und singen mit euch zusammen nochmal das Hey ja, Nana, hey ja, Nana. Und die Bewegung, genau. Hey ja, Nana, hey ja, Nana, hey ja, Nana. Das war ein bisschen zu tief, wir fangen hören. Hey ja, Nana, hey ja, Nana, hey ja, Nana, hey. Hey ja, Nana, hey ja, Nana, hey ja, Nana, hey. Hey, hey, ya na, hey, hey, ya na, hey, hey, ya na, na, hey. Hey, hey, ya na, hey, hey, ya na, hey, hey, ya na, na, hey. Hey, ya na, na, hey, ya na, na, hey, ya na, na, hey. Hey, ya na, na, hey, ya na, na, hey, ya na, na, hey. Hey, hey, ya na, hey, hey, ya na, hey, hey, ya na, na, hey. Hey hey ya na, hey hey ya na, hey hey ya na na hey. Hey ya na na, hey ya na na, hey ya na na hey. Hey ya na na, hey ya na na, hey ya na na hey. Hey hey ya na, hey hey ya na, hey hey ya na na hey. Hey hey ya na, hey hey ya na, hey hey ya na na hey. Hey ya na na, hey ya na na, hey ya na na hey. Hey ya na na, hey ya na na, hey ya na na hey. Hey hey ya na, hey hey ya na, hey hey ya na na hey. Hey hey ya na, hey hey ya na, hey hey ya na na hey. Hey ya na na, hey ya na na, hey ya na na hey. Hey ya na na, hey ya na na, hey ya na na hey. Hey hey ya na, hey hey ya na, hey hey ya na na hey. Hey hey ya na, hey hey ya na, hey hey ya na na hey. Hey ya na na, hey ya na na, hey ya na na hey. Hey ya na na, hey ya na na, hey ya na na hey. Hey hey ya na, hey hey ya na, hey hey ya na na hey. Hey hey ya na, hey hey ya na, hey hey ya na na hey. Ja, dann nochmal ganz, ganz viel Dank für euer Mittun und für alle, die auch hier als Künstler mitgewirkt haben. Und vielleicht als letzten Satz, oh, unser Kameramann gibt dir gerade noch was. Genau. Danke für dieses tolle Buch, Wolfgang, das du jetzt geschrieben hast. Zu weit ich möchte nur einen Satz aus diesem Buch zitieren von dem Grönland-Schamanen Angangak, habe ich glaube heute am Anfang schon gesagt, der einfach gesagt hat, if you talk to Mother Earth, she speaks back. Wenn du mit der Erde sprichst, antwortet sie dir. Ja. Und in diesem Sinne möchte ich euch ermutigen, sprecht mit Felsen, Steinen, Bäumen und schaut einfach, was kommt zurück. Die Lebewesen sind in Beziehung und in Kontakt mit uns.
Ja, und ihr fragt euch vielleicht, warum ist der Philipp jetzt nicht mehr da? Philipp ist nach Hause gefahren, nach München, zu seiner Familie. Er hat kleine Kinder, die sich sehr freuen, dass er jetzt dann heute Abend noch wieder zurückkommt. Ja, und natürlich von mir auch ein Dankeschön. Es ist wunderbar, so liebe Menschen hier zu haben, wie die Doro und den Philipp und der Omar, der uns unterstützt hat. Und ja, wenn ihr mögt, wir freuen uns auch über Unterstützung von euch. Oma hat mir gerade dieses Zeichen gemacht. Das heißt, wenn ihr es könnt, freuen wir uns über eine Spende. Wir haben auf unserer Homepage den Link zur Spendenseite. Oder ihr schreibt mir, wenn das nicht klappt, das funktioniert auch nicht immer, dann schicke ich euch unsere Kontodaten. Ja, und ansonsten sehen wir uns oder singen wir uns wieder nächsten Donnerstag. Es ist ein Feiertag nächsten Donnerstag. Hat jemand geschrieben, danke an die singenden vier vor dem Lebensbaum. Danke. Es ist ein Danke geschrieben worden im Chat für uns vier vor dem Lebensbaum. Ja, irgendwie ist der Philipp noch da, auch wenn er nicht da ist. Und nächsten Donnerstag, trotz Fronleichnam, sind wir hier am Singen und freuen uns schon auf Elisabeth Ordner, die aus dem Allgäu kommt und wunderschöne eigene, viele deutsche Lieder hat. Ja. Und danach kommt Alwine Dege mit ihrer Schwester. Alwine hat die Nächte spiritueller Lieder begründet, wo mittlerweile in über 50 oder 60 Städten in Deutschland, Österreich, Belgien, Schweiz und was weiß ich wo stattfinden. Also da freuen wir uns auch schon sehr. Sie kommt aus Aachen. Und die kommt Brigitte mit ihrer Schwester. Und Brigitte Schmitz kommt aus Düsseldorf extra angereist. Deswegen müssen wir wenigstens Fahrtkosten bezahlen und einen kleinen Obolus. Schaut auf unsere Homepage. Nächste Woche die Elisabeth Ordner, übernächste Woche Brigitte Schmitz und die Woche danach die Alwine Dege. Und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Vielleicht kommt Daniela Sauter, beziehungsweise nein, die Woche danach, weiß ich schon, ist die Dina Arosa Marker wird kommen. Also aus Murnau, glaube ich, ist sie. Und ja, irgendwie ist es toll, wir müssen irgendwo hingehen. Die Musik und die Liebe kommt zu uns und wir geben es einfach an euch ganz direkt zum Schluss weiter. Möchte ich noch ein Danke an meine Frau sagen, dass sie gerade duldet, dass das Wohnzimmer mehr sich in so eine Art Stage, so eine Mischung aus Bühne und Fernsehstudio verwandelt hat und ja alles voll steht. Das ist kein Dulden, sondern es ist ein sich hingeben in Demut an das, was quasi das Gebot der Stunde im Moment ist. Und ja, wir vermissen es sehr und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es geht alles wunderbar so, weil es fehlt das Singen miteinander, das Begegnen, das Umarmen. Und ja, ich bin so eine Kuscheltante, jedenfalls sagt Wolfgang das immer zu mir. Und im Rahmen von, wenn das angenehm ist für die Menschen, ist es sicherlich etwas, worauf sich alle wieder freuen auch, wenn wir uns wieder ein bisschen näher kommen dürfen. Ansonsten kommen wir aus der Ferne ganz nah zu euch. Ja, habt dann tausend ciao, Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Habt's gut.